Nach Ansicht von Unionsfraktionsvize Jens Spahn muss die Politik dem Wirtschaftswachstum in Deutschland die höchste Priorität einräumen. Wir brauchen eine wirtschaftspolitische Wende. Wachstum muss Vorfahrt haben, alles andere muss zurückstehen, sagte Spahn der Bild am Sonntag. Konkret heiße dies: Die Stromsteuer muss sofort runter, Investitionen brauchen schnellere Abschreibungen. Nur mit Wachstum könne die Bundesrepublik als älter werdendes Land den Wohlstand sichern und Rente und Pflege finanzieren. Zudem müssen wir endlich ernsthaft Bürokratie abbauen. Spahn sprach sich außerdem für einen Kurswechsel in der Migrationspolitik aus. Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asylmigration, sagte er. Die Erfahrung zeigt, wir können die Zahlen nicht nennenswert über Abschiebungen reduzieren. Daher braucht es ein klares Signal an der EU-Außengrenze. Auf diesem Weg geht es für niemanden weiter.